Es ist komplett egal, wie viele Follower du hast für deinen Bucherfolg. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Tag 23 meiner Schreib dein Buch-Challenge und heute möchte ich mit dir über Followerzahlen sprechen, denn unser Ego und die Vergleiche mit anderen und auch die anderen Menschen geben uns irgendwie das Gefühl, als müssten wir eine wahnsinnig große Zahl an Menschen haben, die uns auf Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, sonst wo folgen, damit wir erfolgreich als Autor oder Autorin sein können. Und das ist Quatsch. Natürlich ist es so, wenn du jemand wie Laura Marlina Seiler bist und dir eine riesen Gefolgschaft von absolut engagierten Menschen aufgebaut hast, die dich lieben, dass wenn du dann ein Buch herausbringst, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt. Doch über diese Followerzahlen rede ich gar nicht. Ich rede nicht über die Millionen Menschen, die einem folgen, denn dorthin zu kommen erfordert viel Arbeit und Engagement und ja, einen wahnsinnig großen Mehrwert, den du deinen Leuten gibst. Wenn du zu diesen Menschen gehörst und diesen Influencer-Status hast, dann ist dieses Video nicht für dich. Mir geht es darum, dass Autorinnen und Autoren, die sich ihren ersten Instagram-Account starten, ohne vorher in irgendeiner anderen Form bekannt gewesen zu sein, dass die erwarten, dass wenn sie ihre 3.000, 4.000, 5.000 Follower haben, oder auch 10.000 Follower oder auch 100.000 Follower, dass sie dann erfolgreich sind. Doch so rum funktioniert es nicht. Tatsächlich funktioniert es andersrum. Je mehr Leute deine Bücher lesen, desto mehr Leute werden dir auf der Plattform folgen, auf der sie normalerweise sind. Also es werden sich die wenigsten Leute einen Instagram-Account einrichten, nur um dir zu folgen, weil das dein einziger Kanal ist. Aber wenn du deine Leserinnen sowieso auf Instagram sind und die sehen in deinem Buch, sie ist auch auf Instagram und teilt da weitere Inhalte zu dem Buch, dann gucke ich mir das mal an. Natürlich wirst du auch Leute finden auf den sozialen Medien, die dann deine Bücher kaufen. Meiner Erfahrung nach ist es aber so, dass diese sozialen Medien tatsächlich soziale Medien sind. Okay, Pinterest und YouTube sind Suchmaschinen, keine sozialen Medien. Das ist sicherlich nochmal was anderes, aber was jetzt die sozialen Medien angeht, sind das für mich eher Plattformen, um zu netzwerken. Einerseits auch, aber sehr wenig mit Leserinnen und Lesern, sondern vor allem mit anderen Autorinnen, mit Bloggern, mit Menschen aus der Buchbranche. Das ist wirklich vor allem ein Netzwerken. Und dann sind sowas wie Instagram oder Facebook, buntere LinkedIns und Xings. Und deswegen ist es natürlich, je mehr Follower du hast, desto mehr Bücher wirst du auch über diese Plattform verkaufen. Doch eine hohe Followerzahl bedeutet nicht zwangsläufig, dass du erfolgreich mit dem Verkauf deiner Bücher bist. Das scheint sich zu widersprechen, doch die Leute gehen nicht auf Instagram, um Bücher zu kaufen. Die Leute gehen auf Instagram, um sich inspirieren zu lassen. Und manchmal kann diese Inspiration in einem Buchcover liegen und dann kaufen sie sich dieses Buch. Das mag durchaus sein. Doch erwarte nicht, wenn du 1.000, 2.000, 3.000 Follower hast, dass diese Leute dein Buch in die Spiegel-Bestsellerliste katapultieren. Das ist es, was ich damit sagen möchte. Und wenn du das anders siehst oder wenn du das genauso siehst, dann kommentiere gerne unter diesem Video. Und wenn du morgen Tag Nummer 24 nicht verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Und bis dann wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut, dein Andrea.